Jetzt Servus Leute, wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses Bild mal, ein Widderkopf, ein Schädel mit einem Torhammer in Steinoptik, ein symbolisches Wikingerschiff und oben sind noch Runen. Runen T und M, Tor und Mjölnir. Dort sieht man jetzt noch im Schwarz etwas fleckige Stellen, weil die Versiegelung noch fehlt. Die Versiegelung kommt ganz zum Schluss vom Video dann. Den Schrank kennt ihr ja bereits, wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt, und wenn nicht, verlinke ich euch diesen Schrank, den habe ich auch umgestaltet. Das ist mein Malschrank, ja. Hier habe ich von der Toffifee-Packung dieses Ding übrig, das sammle ich regelrecht, weil perfekt zum Malen. Farbwannen quasi. Ja, weiß und dann noch schwarz, ein paar Pinselchen, verschiedene. Ja, Wasser braucht man auch zum Mischen und Verdünnen. Und dann richte ich jetzt einen Grauton her. Also ein bisschen abdecken kann man auch noch, ein bisschen schützen das Ganze, man muss ja nicht alles einsauen. Ja, achso, ja, mei, was Süßes darf nicht fehlen, finde ich jetzt. Alles klar, dann geht's mal los. Also ich mische jetzt mal Grauton, also einen schönen Grauton an. Und dann habe ich ja in einem Video gezeigt, wie man mit Kreide eine Bildübertragung machen kann. Das, was jetzt schon auf der Leinwand war, ist Kreide. Und ja, das male ich jetzt halt mal einfach vor, dünne Linien. Und dann habe ich einen dickeren Pinsel, einen größeren Pinsel benutzt zum Anfangen für die Ausmalung. Und da macht man das am besten so, immer nass in nass arbeiten. Dann kann man nämlich Farbverläufe erzielen, wenn man nass in nass arbeitet. Immer mit hell und dunkel. Hier sieht man auch schon, wie ich kleine Risse mache und Details. Funktioniert mit einem kleineren Pinsel natürlich besser dann. Und immer Highlights setzen mit Weiß. Unter einer schwarzen Linie oder über einer schwarzen Linie Highlights setzen. Je nachdem, wie der Lichteinfall sein soll. Man sieht ja schon, wie es sich entwickelt. Wenn ihr übrigens Fragen habt, dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich versuche es dann zeitnah zu beantworten. Natürlich Geschmackssache. Für viele ist ein Schädel halt ein No-Go, ist zu makaber oder wie auch immer. Man kann auch was anderes malen. Es dient jetzt einfach nur als Anreiz oder als Tipp bzw. Informationsvideo. Ja genau, dann man sieht immer wieder, wie ich dann immer feiner male, wie ich Details rausarbeite, Risse reinmache und das geht dann immer, immer feiner. Und man kann das natürlich dann übertreiben, sage ich jetzt mal dazu. Wenn man dann noch feiner geht, dann wird es halt immer realistischer. Aber ja, ich finde, man darf ruhig sehen, dass es gemalt ist und ein Bild wirkt natürlich erst aus einer größeren Entfernung richtig schön. Dieses Wikingerschiff, wo ich jetzt dahin male, sieht man öfter in der nordischen Kunst. Der Torhammer unten in Steinoptik, das passt ganz gut. Also man kann das ja auch anders malen, das ist immer Geschmackssache. Und ich habe das alles aus dem Kopf rausgemalt, einfach so, wie es einfach für mich persönlich am schönsten dann rauskommt. Oder wie ich es mir vorstelle, besser gesagt. Man muss halt immer wieder mit Schattierungen spielen, immer wieder hell, immer wieder dunkel, verschiedene Mischungen erzeugen. Und ruhig ab und zu mal auch weiter weg stehen am Bild und dann sieht man von weiter weg öfters mal einen Fehler in der Licht- und Schattengebung. Ja, und mittlerweile bin ich ja schon ziemlich weit, immer mehr Risse entstehen und es wird immer feiner gemalt. So, dann habe ich Rot, ganz normales leuchtendes Rot. Gefällt mir eigentlich als Kontrast immer sehr gut bei Schwarz-Weiß-Bildern. Und diese Rune bedeutet T, Buchstabe T. Schaut da aus wie ein T, ziemlich, man kann sich's einfach merken. Und diese Rune bedeutet M, schaut auch aus wie ein M. T für Tor und M für Mjölnir. Und ja, ich arbeite das noch ein bisschen raus mit so zusätzlichen Strichen. Das erinnert dann ein bisschen an einen Wegvisier. Ach ja, übrigens, wenn man mehrere Runen miteinander verbindet, sagt man dazu auch Bindrune. Man kann da sehr kreativ sein und sich was selber entwerfen. So, dann habe ich hier einen Acrylfirnis, eine Versiegelung. Und man muss da sparsam sein, aufpassen, dass man nicht zu viel drauf macht. Und dieser Firnis ist jetzt matt. Ich habe da einen Pinsel benutzt. Man kann auch einen Schwamm benutzen. Es gibt extra so Streichschwämme für Firnis, also für eine Versiegelung. Und wenn das dann schön getrocknet ist, kommt die Schlussversiegelung matt raus und die Farbtiefe ist trotzdem noch gegeben. Also wirklich ein super Produkt. Und mit diesem Pinsel, ja, mache ich es nicht mehr. Ich habe das bloß mal ausprobieren wollen, wie das funktioniert. Das ist eigentlich ein Pinsel zum Lasurtechnik machen, Holzmaserungstechnik. Mit einem kleineren Pinsel, mit einem trockenen kleineren Pinsel fahre ich dann nochmal leicht drüber. Dann verschwinden die Pinselstriche von dem riesen Pinsel vorher.
Wenn es euch gefallen hat und ihr weitere Videos von mir sehen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Mein Kanal ist sehr vielfältig, es geht um ganz, ganz verschiedene Themen. Ja, abonniert den Kanal, schaut meine Videos an und ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, kommentiert fleißig, wie ihr wollt. Und dann sieht man sich beim nächsten Projekt. Also, macht's gut, ciao.